Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Zeus Herrscher des Slums. Und wir sind wieder zurück in unserer Stadt. Wir müssen einfach das Nahrungsproblem unter Kontrolle bringen. So. Muss mal ganz kurz den Cut machen. Dann gab es kurz diese Überblendung, aber. So, ich könnte hier hinten die Schafe und die Ziegen hin tun. Ich glaube, es wäre dann noch besser. Müssen wir einfach warten. Ich schlafe hier oben ins Gras beiß. Das mit dem Hunger wird wahrscheinlich die Durchscheidung lösen. Hey, hält mal jemand die Welt an? Wenn sich alles dreht, wird mir noch übel. So. Thank you.
Hier bauen wir halt mal ein paar Pakete rein. Problem ist halt, wenn ich jetzt hingehe und Schaffarm baue, wird es darauf hinausgehen, dass die Schäfer dann unter Umständen quer durch die Stadt rennen, nur um diese paar Schafe hier zu Ach. Wieso mache ich mir eigentlich so schwer? Echt? Gehört ihr beide zum selben Laden? Ja, Tatsache. Diese Verehrung wärmt mich wie die Sonnenstrahlen. Mein Quest wurde abgeschlossen. Tenarium Welt dahin. Grüße, JHK. Tenarum gibt es nicht mehr. Es scheint wie weggewischt vom Angesicht der Erde. Herkules rettet Theseus. Diese Verehrung wärmt mich wie die Sonnenstrahlen. Sie haben meine Quest abgeschlossen. Der von ihnen gesandte Held Herkules hat Theseus aus Hades Lauen befreit. Schon bald wird Theseus enthüllen, was sie wissen müssen, um zum großen Oberhaupt zu werden, das es auf der ganzen Welt jemals gegeben hat. Zu meinem Apolls Ehren darf jetzt ein Denkmal errichtet werden. Groß oder klein? Große Statue des Apoll, geil. So.
Hier hinten lohnt sich das sowieso nicht, Nahrung anzupflanzen. Nahrung anzupflanzen, doch, ja. Doch, ja, doch, stimmt. Ja. Von denen her können wir hier hinten ruhig Dinge machen. Schaf und Ziegen. Eins, zwei, drei. So, bitten wir noch mal um Geld. Fisch sowieso nicht. Nee, so ist okay. So kann der ganze Käse, der nicht verkauft wird, hierher gebracht werden. Weizen, 6 Karotten. Und von mir aus so viel Käse, wie es geht. So, um was essen, dann geht dabei einfach kein Problem mehr. Ja.
große Statue des Apoll, das hebe ich, mir auf. Das müssen wir eigentlich nur noch darauf warten, dass wir das Geld kriegen. Oder wir müssen halt mehr verkaufen, ne? Das war's schon. Wir haben es geschafft. Dank Ihnen und Herkules ist Theseus aus der Unterwelt zurückgekehrt und kann wieder durch Griechenland ziehen, um neue Abenteuer zu suchen. Er hat ihnen ausrechnen lassen, dass der Schlüssel, um alle Möglichkeiten von Iolcus auszuschöpfen, in fernen Kolchis liegt. Die Unsterblichen sind neuerdings ziemlich im Stress. Dionysos hat entdeckt, dass sie die treibende Kraft bei der Befreiung von Theseus aus der Unterwelt waren. Der Gott ist erfreut über diese Neuigkeit, denn er braucht Theseus Hilfe. Wer weiß, wenn sie Theseus überreden können, Dionysos zu helfen, könnte der Gott des Weines sie belohnen. Im Gegensatz zu Dionysos hat Artemis die Sterblichen satt. Es scheint, als könne eine Göttin nirgendwo mehr baden, ohne dass ein sterblicher Spann sie behelligt. Die Göttin ist so empört, dass sie beschlossen hat, ihre ganze Sammlung von riesigen Hirschen, Ebern, Pferden, Löwen und Hasen in die Welt zu schicken, um ihrem Zorn über die Sterblichen Luft zu machen. Falls sie einmal Theseus Hilfe brauchen, bedenken sie, seine Halle muss in der Nähe des Palastes der Stadt liegen. Wenn Sie die Halle gebaut haben, rechtsklicken Sie darauf, um festzustellen, ob sie nahe genug ist. Okay. Heißt das, dass ich jetzt Steuern kassieren darf? Nein. Ich bin Athene. Wer mich verehrt, dessen Stadt wird ein geheiligter Hain zieren. Okay. Scheinbar nein. Steuern kassieren dürfen wir wahrscheinlich. Dürfen wir scheinbar noch nicht. Wobei ist auch nicht schlecht, muss ich ganz offen sagen. So. Das heißt, wir dürfen jetzt einen Palast bauen. Wenigstens etwas. Kann man hier bauen? Adrirema-Hafen, schön. Mit Umständen brauchen wir das, früher oder später mal. Wobei, nee, das gefällt mir hier gar nicht. Hm.
Das ist schon mal eine Stadt, die etwas enger bemessen ist mit Platz, ne? Aber früher oder später brauche ich den Platz. Definitiv. Grüße, sterbliches Wesen. Wer meinen Quest erfüllt, auf den wird im Olymp angestoßen. Wer ist der Nächste? Also passt nicht. Hier ist Anschluss. Also, ja, doch. Ach doch, ja, hier ist Anschluss, klar. Ich bin Athene. Wer mich verehrt, dessen Stadt wird ein geheiligter Hain zieren. Klapp, Athene. Wer ist der Nächste? Reicht auf jeden Fall nicht sogar. Braucht Theseus nicht auch noch drei Trireben? Ich meine mich in sowas in die Richtung zu erinnern. So. 32 Marmorplatten. Warten wir erstmal. Oh. Nee, wir warten nicht, weil unsere Zeit schon wieder vorbei ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Let's Play 2 des Harsh des Olymps. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, Leute.